Good morning, Sola. Wir heißen in diesem Moment herzlich willkommen zu dieser Morgenstunde. Und laut ans Anfang von der mit Leit Nummer 420 in der Röhrebeke, sitzen zu den Füßen Jesu. Nummer 420. Marisola, freue mich auch, dass wir hier auf kommen, weil das sein, was wir von Gott sein Wort mal lernen dürfen. Unsere Lektion von der ist von Johannes den Täufer. Wir wollen vielleicht erzählen, was wir noch heute Geschichte lernen. Ich persönlich dachte so, wie kann ich das all gut? Aber wenn ich das studieren darf, dann habe ich doch einmal mehr, was nie gelernt habe. Wir werden uns der Eröffnungslesung Johannes 1 lesen. Johannes 1 von 1-15. Aus alles Anfang wie das Wort, und das Wort wie bei Gott, und was Gott wie das Wort. Weil wir am Anfang bei Gott, der ich am es alles gemerkt, und ohne am es nicht gemerkt, was gemerkt ist. Und am wir leben, und dort leben wir dort Licht für die Menschen. Dort Licht scheint am Diesteren, aber das Diesteren hat dort nicht verstanden. Da kam ein Mann von Gott geschickt, der heißt Johannes. Dieser kam, um von dem Licht zu reden und zu zeigen, dort sei du durch alle Sohn zum Glauben kommen. Hei wir nicht dort Licht, hei wir geschickt, nur dort Licht handzuwiesen. Dort wir dort wahrhaftige Licht, dort für alle Menschen scheint, die in diese Welt nennen kommen. Hei wir in diese Welt, in der Welt wird euch angemerkt, in der Welt kennt am nicht. Hei kam
Hei kjem nur at sinje, og bare sinje nøymen am nich ab. Og bare all dei, dei am abnøymen, en on sinen numen gløyven, gjef hei dem mach, Gott sine kinger te waren. Dei sind nicht derg blod, og nicht derg fløscheljet verlangen, og nicht derg irgendeine mon sinen wellen geboren, ne, dei sind von Gott geboren. En dat wut ward mensch, en wund mank ans, en wie sagen, wahrlich hei wir, eine herrlichkeit so aus ein Fuder sinen einzigen sehende jef, voll von genut in Wahrheit. Johannes sagt von ihm in sehr ganz lüd. Dit ist dei, von dem ich sehe, nur mi wat kommen, dei all für mi wir, wills hei wir, euer aus ich. But so weit. Wie sein Johannes als jemand, der den Menschen ab dat Licht hei gewesen hat. Wir wollen uns nicht nach Tieg nehmen zum Gebet, Stufe ab, wo das passend ist. Herr Jesus, ich danke dir für diesen schönen Morgen, den wir dürfen haben. Ich danke dir, dass du uns bewahrt hast, aber er ist hier und noch Mut geben, das war er von ihm gut. Der Hirn in Hauptmann, dass wir würden reit sein, und dass wir würden uns reit merken, den wird dienen stammt der Hirn, und dass wir würden kann stärker werden im Jesseljahr noch, und musste ganz besonders in 5. Juni haben, der Versammlung durch, und auch ganz besonders Roland, wenn er durch die Botschaft hafen, Luther hier musste am Segnen in Haupen in Maut geben, immer verweicht zu gehen, Herr. Musste ganz besonders der Kenia haben, dass sie würden kann von Jung an die Kern lernen und wirklich auch blieben bei ihm, die nur fallen und hab auch die Sinnerschullehrer stören, sodass sie wollen können, mit der Rechte wird, den Wort auch verkündigen, dass sie, dass die Kinder das verstehen wollen können. In Namen Jesus, Amen. Ans Tags von der On steht in Matthäus 3 von 1-12. Wir wollen sehen, was hier wer Johannes wirklich ist, wo er abkäumt in den Menschen. Reit mir auch, für was Jesus kommen wird. Und das ist eigentlich die letzte Person, die vor Jesus abkommt, um die Menschen reit mir, und dass Jesus können sein Werk vollbringen. Wir werden es lesen, Matthäus 3, von 1-12, aufwechselnd von heute mehr, wo das möglich ist. In der Zeit kam Johannes der Täufer im Predigt in Judäa in der Wildnis in Seir. Thank you.
Wat zou het? Als Johannes predigt daar, hij is in het Oude Testament nog, hij is nog als een profeet van het Oude Testament betekend worden. En hij heeft eigenlijk dat oude en dat nieuwe testament zitten zijn stoop gebracht. Door en zo vangt het nieuwe testament aan als hij den weg rijdt mee ook in Jezus om vangt te predigen. We hebben in de laatste lectie een beetje gezien waar het te komen dat Jezus geboren werd en ook dat Johannes de wereld kwam en wat hij voor een opdracht had in de wereld te doen en wat hij te wat hij geschikt werd. Johannes, hij werd van een priesterlijke stam, hij werd een Leviet. We weten dat zijn vader Zacharias, dat hij im Tempel dein daar als am de Engel begegnen daar. Lukas 1, Vers 13. Aber der Engel sagte ihm: Zacharias, fürchte dich nicht, dein Gebet ist gehört und du wirst von deiner Frau Elisabeth ein Sohn kriegen und du sollst am Johannes nennen. Und du wirst die Freien und glücklich sein und viele werden sich zu seiner Geburt freuen, weil es wird an Gott seine Augen groß sein. Er wird nicht Wein oder Stärke trinken und wird all ein Mutterlief den Heiligen Geist kriegen. Er wird viel von dem Volk Israel drehen nur dem Herrn ihren Gott bringen. Er wird an der Kraft und den Geist, der Elia hat, vor dem Herrn gönnen und der Führer ihrer Horten mit den Kindern taub bringen und der Angläubende die taube Sendung bringen, der gerechte Erweisheit unternehmen, den Herrn ein Volk reut zu merken. Wir hören nicht viel von Johannes in der Kindheit, was er belebt hat. Wir hören daher, dass er von seiner Geburt in Luther, dass er von der Wildnis kam und gepredigt hat. Hier und so fangen wir mit einer Prophezeiung, was er sein wird und wer er wirklich ist. Zeichen Vers 17, er wird in der Kraft in Jesus, der Elia hat, vor dem Herrn gönnen und die Führer ihre Horten mit den Kindern taub bringen. Wir wollten dort, Elia soll vor Jesus ab Erden kommen, soll er dort voll Kreuz machen. Johannes, der hat den Geist, was Elia hat. Ab einer anderen Stelle fangen wir dort, Johannes, dass sie Johannes fragen, als er der Elia ist, was er kommen soll. Und er sagt, nein. Und wollte ich das verstehen, wenn wir hier in Vers 17 lesen, dann, dass er wird in der Kraft in den Geist, der Elia hat, vor dem Herrn gönnen in der Führer ihre Horten mit den Kindern taub bringen. Jetzt ich messe, wenn das ein wahrer Spruch ist, aber wir können das so verstehen, dass Johannes wird nicht Elia, aber er hat den Geist, den Elia hat. Deswegen sagt er, dass er nicht der Elia wird. Ungefähr in welcher Zeit ist Johannes abgekommen und wann hat er gepredigt? Das sage ich hier in Matthäus 3, Vers 1. In der Zeit kam Johannes der Täufer und predigt in Judäa in der Wildnis in Seir. In welcher Zeit? Wie fängt das in Lukas 3, Vers 1 mit klarer beschrieben? Das sage ich, im 15. Jahr dort Tiberius aus Caesar regiert, aus Pontius Pilatus der Herrschaft in Judäa hor, Herodes in Galiläa in sein Bruder Philippus über die Länder Iturea in Trachonitis, Lysanias über Abilem. In Osannas in Kaiphas junge Priester schwören, kam Gott sein Befehl an Johannes, Zacharias, sein Sehen in der Wildnis. Dort sind ungefähr 26 bis 27 Jahre, wo Johannes abkam. Wird er 26 bis 27 Jahre nur Christus, wird Johannes abkam. In den Weichreiten wir für Jesus.
In Lukas 1, Vers 20. Wir fangen wieder an, ein bisschen mehr Beschreibung von Johannes, seine Kindheit. In dort Kind war es in Wald stark im Jäs. Und er blieb in der Wildnis, bad er für den Tag kam, sich Israel fertigstellen. Wir hören, dort er ist in der Wildnis abgewachsen und dort er wahrscheinlich ziemlich gut die Wildnis kennen. So. Und dort sagt, warum er durch so umfängt zu predigen. Er fängt an, durch so am Jordan zu predigen durch die Jäden von Judäa. Wo das in Timer hier war, Vers 2, er sagt, kehrt an, dort Himmelreich ist dich bei. Kriegst es die Propheten im Alten Testament, haben auch Johannes dort Bußpredigt, gepredigt, dass die Menschen sich sollen bekehren und umdrehen und dass sie sollen, dass sie auch kein Gerät wurden. Aber Johannes, der weiß, die Buße, dass sie von der Verdammnis frei werden und dass sie sollen an Jesus glauben, wegen dort der Rara wir. Vers 3, das ist der, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme raubt in der Wildnis, merkt ein Weichreit vor unserem Herrn, merkt vor allem einen Glickenstich. Wir sehen hier so, der Prophet Jesaja, der hat Johannes aus einer Stimme betätigt. Wenn wir Jesaja 40, Vers 3 lesen. Jesaja 40, Vers 3. Du schricht eine Stimme, merkt einen Stich in der Wildnis für den Herrn, merkt einen Glicken weich in der Wildnis für unseren Gott. In Johannes hat Christus dort gesagt, und aus der Verste in Juda, von der Verste in Juden, von den Juden in Jerusalem kam. Dort fingen wir an 1. Johannes 23. 1. Johannes 1, Vers 23. Entschuldigung, Johannes 1, Vers 23. Heiser, ich sehe einen Stamm in der Wildnis, schricht, merkt dem Herrn sein Weichglück, so was der Prophet Jesaja gesagt hat. Also er sagt nicht, er hält nicht Wunder von sich, sondern er nennt sich bloß aus einer Stimme, der in der Wildnis schreit. Das ist Jesaja, all vorher gesagt hat. Wir sehen, dass Johannes eine Demut hat und dass er nicht von sich viel Wort hält. Da, wo seine Person wird, dort wird ihm nicht so wichtig. Aber da, wo er den Antwort hat, dort wird ihm wichtig, dass er Gott seine Stimme gehorchen und die wiederbringen. Wir fangen doch an Johannes 3, 27, 30. Johannes sieht er an, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn ihm dort nicht vom Himmel gegeben wird. Ich selbst besehe mich, dass ich sehe, dass ich nicht der Christus sehe, aber dass ich fair am Geschenk sehe. Wer die Brüder hat, ist der Brigum. Aber dem Brigum sein Freund steht und hört, was der Brigum sagt, und freut sich dem Brigum seine Stimme zu hören. Deswegen ist diese Freude nun voll in ganz meine. Ich muss teilnehmen und ich muss aufnehmen. Er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn ihm dort nicht vom Himmel gegeben ist. Also er sagt, dass er in seiner eigenen Kraft kann er nichts nicht tun. Wenn Gott ihm nicht wird, dort am Hort leiden, was er reden soll, dann wird er nichts mit ihm sein. Er jäf alle ihr Gott. In den Vers 9, wenn ich sage, wer der Brüder hat, ist der Brigum. Aber dem Brigum sein Freund steht in Hart, was der Brigum sagt. Er stellt sich an, als wenn er der Freund von dem Brigum ist, weil er hört, was der Brigum am zu sein hat. Er betätigt Jesus hier aus dem Brigum.
und dass er seine Stimme gehorchen wird. Er sagt wirklich, dass er wir am nur folgen wird, dass er am verloren wollen und dass er Jesus wollen nur folgen. Er sagt besorgt, dass das Volk wird alle Hindernisse von erleben, wachrim, und dort Jesus wird kennen, reden, dass sie wollen seine Stimme vernehmen in sein Leben, aus was Jesus dort verlangen wird. Wo wird Johannes wirklich als Person in Wort heute? In Matthäus 3, Vers 4, 93 Tags, er sagt, Johannes aber hat ein Kleid von Kamelen hoher gemerkt und er drückte mit einem Ladergard am der Lind in Eden, der er groß habe in wilden Honig. Wie sein, er hat sich nicht besondere Kleider eingetragen, irgendwo, wo du vielleicht könnt dir was sein, dass er will wissen, wer er wird, wenn er prägen darf, dass alle Männer würden abkicken nur am. Sondern er hat normale Kleider gebraucht, was sie in der Wildnis brücken deuten. Und hat auch einfach das Essen gegeben. Sag ich, Großhabers in wilden Honig. Habe ich mal die Frage gestellt, warum das sagt, in wilden Honig? Habe irgendwie eine Idee von nicht mehr, warum sagt das wilden Honig, oder warum sagt das nicht bloß in Haf Honig gegeben? Ich studiere mir ein bisschen nur in, dass es einfach bloß, wenn es dort verschiedenste Sorten Bienen geben wird, in dort diese Bienen nicht werden abgefeuert von Menschen, sondern dort die bloß im Wald werden und durch so ernährt werden. Dort können für die Sorten dort, sondern die Salz sich dort alles müssen taub holen. Wenn wir Vers 5 in Saas lesen, da soll wie dort eine große Herde Menschen, geredet haben. In den Menschen von Jerusalem, in ganz Judäa, in den Jordanjähen, kämen nur am, bekannten ihre Sünden und leiten sich von am im Jordan bleiben. Dort sage ich, von Jerusalem, in ganz Judäa, in den Jordanjähen. Da lässt sich verstehen, dass ein Teil Menschen taub gekommen sind. Wir wissen aber auch, dass nicht jeder einer von den Jähen, die gekommen sind, will. Wir haben doch jeden Stund gehört. Wir können, wenn wir wieder lesen, erst der jeden Stund, dort die nicht alle für Johannes sind und nicht für Jesus. Aber in Vers 6 bekannten ihre Sünden und leiten sich von am im Jordan bleiben. Also Johannes der Predigt, dass sie sich sollen ihre Sünden bekennen, dass sie sollen Buße tun in so Leben, aus was Jesus dort haben will, und sich auch durchhängen bleiben lassen. Da sage ich ganz klar, sie gingen leuten sich von am Jordan bleiben. So dort ja wie sein, dort die sind am Jordan gewesen und dort sei den dort der Taufakt dort mit unja dürfen zu tun haben. Und wenn wir in Johannes 3, Vers 23 lesen, da sagt er doch, dass Johannes ein Enon in ein Salim getauft hat, wenn du auch viel Wut auf ihr. Wo hat Johannes die Menschen behandelt? Johannes hat viel mit Leuten, mit denen, die wirklich abrechtig werden und demütig werden und ihre Sünden bekennen werden. Aber jeden der Heuchler, du hast er sehr hart durch jeden geschafft und er hat sogar aus Schlangenbrösel betätigt. Das ist ein Wort, das du an der jeden Meiermühle gebrückt wird.
Spings. Ja, da wird ein Wort, was du einmal gebrückt wird, in Sachhaft hat hier auch der Pharisäer in Sanduzea aus Schlangenbrösel genannt. Er hat sich nicht gefragt für dich, was du heikere Positionen hast aus Heuhor. Er hat dir ein Kreuzer geredet aus der normalen Menschen. In Matthäus 12, Vers 34, fing wir auch dort Jesus auch fortgehend der Hechler geredet. Matthäus 12, Vers 34. Die Schlangenbrötzel, wo kann die Götter reden, wann die schlecht sind? Willst du von dort hart fallen, du von red dort Müll? Und auch in Matthäus 23, Vers 33, fangen wir nochmal bestätigt. Matthäus 23, 33. Die Schlangen, die jäftet Schlangenbrösel, wo reden die in Irdel für die Hall verdammt, zu seinen in den Weg zu gehen. Wir sind dort, jeden Tag, was gehegelt haben, was so hart verfahren. Und der wird wirklich abrechtig sein, dort die Mitleid kriegen dann. Die Juden haben sich so ja ab ihren Vorfahren, der wird verirrt gewesen, ganz besonders ab Abraham, gesagt, dass sie wollen, dass sie, denn sie nicht Kinder sind und dass sie das Volk sind, was du wirklich gesehen hast. Und wer nicht der Abraham gehören hat, dort werden all die, was du verloren sind und was du nicht, dort reichte dann. Jesus und Paulus, Han Luther, fing wir Luther dort sei, du kannst du jeden geredet haben. Und dort ohne Glauben, dort Glauben ohne Worten, dort nichts nicht aus. Und sich bloß ab Abraham zu berauben, dort nicht nichts aus. Wenn wir uns bloß wollen ab unsere Großeltern oder Eltern stärken und sagen, dass wir wenigstens die gerät sind, wo wir gerät wurden und nicht ans anderen tun in so Leben, was Gott sein Wort dort verlangt hat, was uns dort an Jan da man nicht nicht haben. Die Frucht muss zu sein sein, dass die Buße gedungen hat. Man glauben und auch die Worte dort zu sein. Was hauptsächlich, wenn wir glauben tun und doch anders leben, als was wir sein und was wir glauben tun. Johannes hat hier ein ganz besonderes Beispiel gebracht. Und verstehen, der Eichslicht, der Bäume und der Warteln reut, in jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird aufgehakt und in einem Vieh geschmiert. Da lässt uns ganz klar verstehen, dort, wenn wir nicht wollen Frucht bringen für Jesus, dort hei uns Wort, dort hei uns da nicht annehmen Wort, und dort hei uns Wort in den Hals schmieden. Jetzt zeigt das Wort, das Wort am Vieh geschmieden worden. Und fasch auf, ich glaube, ihr mit Wut, dass die Amtieren, aber der Wort nur mir kommt, er stärker als ich, der mag nicht wird sie, der Schaut zu tragen, der Wort ihr mit den Heldengäst und mit vier Däupen. Johannes sagt, heißt nicht nur wird der Schaut zu tragen, der Wort nur am kommt. So viel Hecher achte Jesus aus, was er ist. Johannes hat getauft mit Wutter, wenn sie die Buße getan haben. Aber Jesus hat Luther, Johannes sagt, dass Jesus Luther wird mit den Helligen Jesen mit vier Däupen. Wahrscheinlich wird der Hellige Jes Johannes dort alle Eier am Hort geleicht haben und gesagt,
dort hören sie nach Wort irgendwo kommen. Wenn wir uns denken, dann dort, was der Pfingsten passiert erst dort, dort hören sie der Helle Jesus aus vier Flammen erst ab den Menschen gekommen, so wie dort übereinstimmen wird. Dann habe ich noch ein anderes Beispiel gebracht. Er sagt in Vers 12, er hat seine Schmiedschaffel in der Hand und wird die Draschflur reinmerken. In den Wert am Specke bringen, aber das Sprichwort er am vier Schmieden dort nicht übermerken wird. Er sagt dort, Jesus, den Wert ansammeln, dann wird er das Sprich weich schmieden und wurde gehört, als was er abbewahren. Das sagt, er wurde die Tanne durch die Draschflur, was er ganz rein merken. Er wurde Arning anschaffen, der wurde nicht irgendwo schmiedet hängen lassen. Was alles, was du diesst, was er was da am Dienstag passiert ist, aus Gaudet er erschleichtet, da wird er für den Tag bringen und dort belohnen. Das ist ein Prediger 12, saß den uns die Warnung geben wird. Gott wird alle Worten von dir recht bringen, wo du verstärken hast und auch wo du Gott und wo du schleich hast. Und auch in 1. Korinther 4, Vers 5, du wein dort nicht recht in Ferdität. Wach, was der Herr kommen wird, der dort Wort und Licht bringen, wird am Diesten verstärken erst in auch für den Tag bringen, wird am Hort gedacht wird. Und dann wird jeder von Gott geluft worden, du nur aus am dort traft. Wir sehen dort Gott wird in jedem ein du nur belohnen, was er getan hat. Man wird letzte Port von den 12. Vers lesen dann. In Matthäus 3, Vers 12, aber das Sprichwort, das er am vier Schmieden dort nicht übermerken wird. Hier redet Johannes von der großen Einteilung, was am Gericht wird passieren. Den Wert wird betätigt aus der Gerechte und den Sprich betätigt aus der Gottlose, was am vier Schmieden worden. Ich glaube, da wir kennt, was von der Ackerie in Wert geackert hat, der weiß auch, dass du was mit dir tun, dem dort Wert geben wird. Als wenn du nicht was mit dir tun, nicht gegen Krankheit gesprägt wird, dann darfst du dort meistens besprieh, dann darfst du dort nicht von der Wert. Und kriegst so, mit wie auch, wenn wir Jesus angenommen haben und am nur fallen dann, mit wie du auch was zu tun, dort wie wirklich Früchte und kennen. Als wenn wir du nicht wieder was mit tun, dann bringen wir nicht Frucht dort, als wenn wir bloß dort sprießen, bloß dort Mehl. Aber so wie die Lektion von der von Deon, wir wollen noch eine Pause haben, was viel vertieren.